hat man auf nahezu der Plattform einen First-Mover-Advantage von so 6 bis 12 Monaten, manchmal 18 Monate. Und dann plötzlich hat jeder gecheckt, was ihr macht. Also, Real Talk Marketing, darum soll es heute gehen, wie ihr Hochpreisangebote durch Content vermarktet, der in eurem Markt wirklich einzigartig ist. Denn das ist, worum es geht. Und es gibt eine Entwicklung, an der wir massiv arbeiten müssen, alle gemeinsam hier. Und die will ich euch heute ein bisschen vorstellen. Das ist ein kleines Gedankenexperiment, wo ich einen Blick in die Zukunft wage, um euch klarzumachen, wo die Reise hingeht und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt, damit ihr nicht mehr das sogenannte Ausweichverhalten zeigt, das ich euch heute vorstellen will, sondern dass ihr einfach besser werdet in dem, was ihr eh schon tut und nicht ständig nach neuen Opportunities sucht, irgendwie an Reichweite zu kommen, an Sales zu kommen, an eine Audience zu kommen. Kurz zu mir, wer bin ich? Ich wurde gerade schon vorgestellt, ich bin Gründer und Gesellschafter von Baulig Consulting. Wir haben 60 Mitarbeiter, über 30 Millionen Euro Jahresumsatz in 2022. Dieses Jahr wird es noch mal deutlich mehr. Haben mittlerweile über 6.000 Selbstständigen, meistens Coaches, Beratern, Trainern, Agenturenhabern, Experten geholfen, dabei mehr Neukunden zu gewinnen, Mitarbeiter aufzubauen, zu digitalisieren, zu skalieren im weitesten Sinne. Haben mittlerweile auch in der Firmengruppe viele, viele andere Businesses, darunter zwei Softwares, zum Beispiel Learning Suite und Umsatz.io, haben mit dem DCF-Verlag auch eine Branding- und PR-Agentur und noch viele weitere Aktivitäten, unter anderem Immobilien. Und ich bin hier stellvertretend für die vielen Mitarbeiter bei uns in der ganzen Gruppe. Das sind mittlerweile über 120 Leute sogar in der Gruppe. Und das geht alles nur, weil wir das gemeinsam mit der Familie machen und mit tollen Partnern. Ja? Ganz wichtig für euch, ja? Was ist Real Talk Marketing? Warum ist es relevant für euch? Was bedeutet es und wie wendet ihr das Ganze an? Wir sind bekannt dafür. Wir haben uns dafür entschieden, Real Talk zu machen, weil Real Talk etwas auslöst bei den Leuten, weil Real Talk etwas bewirkt und vor allem, weil es einen einzigartig macht. Ich zeige euch heute, wie ihr das Ganze für euch nutzen könnt, für euch interpretieren könnt in meinem Markt. Und vor allem erkläre ich auch, warum. Es gibt ein Riesenproblem, das ist das Gedankenexperiment, was ich euch jetzt gerne mitgeben würde. Das ist das Folgende. Ja? Wir haben im Marketing generell einen unfassbar steigenden Wettbewerb in den letzten Jahren. Ja, konkret, alles wird härter, auf jeder Plattform tauchen Konkurrenten auf, jeder versucht alles, alle rüsten mit, alle legen sich alles zu. Gleichzeitig fallen Zugangsbarrieren, ja, ChatGPT, AI-Tools, Sachen, die früher viel Geld gekostet haben, werden erschwinglicher, Werbetexte gibt es plötzlich auf einem McDonald's-Niveau für jeden verfügbar, alles wunderbar. Ja. Und die Reaktion der meisten Marketer ist jetzt, wenn die Konkurrenz zunimmt, dass sie nicht besser werden wollen in dem, was sie tun, sondern immer schauen, wo gibt es irgendwie under-leveraged attention, wo kann ich irgendwie noch was extra machen, wo können wir noch mal einen Kanal addieren, wo können wir noch mal irgendwie was draufpacken. Und sie suchen nach einem neuen Weg, statt den alten Weg mal zu maximieren. Das heißt, sobald die Konkurrenz auftaucht, geben die meisten Leute auf, werden nicht besser, suchen nach der nächsten Möglichkeit. Zum Beispiel, ja. Viele im E-Commerce haben gemerkt, okay, Meta-Ads klappt nicht mehr so gut für uns, aber hey, wir können jetzt TikTok machen. Oder hey, Branded Content, so klassische alte Werbekampagnen, die klappen nicht mehr oder sind nicht mehr so gut, konvertieren nicht mehr so gut, lass mal UGC machen, ja, User-Generated Content, ganz viele in dem Style. Ja. Oder lass uns mal irgendwie statt Selfie-Videos einfach jetzt animierte Videos machen. Also es wird immer nach irgendetwas gesucht, das das eigentliche Problem kaschiert, nämlich dass die Botschaften meist selbst vollkommen irrelevant sind. Es wird immer nach der nächsten under-leveraged attention gesucht, anstatt mal die Sachen, die schon funktionieren, besser zu machen, damit man mit steigenden CPMs, mehr Konkurrenten und so weiter, weiter umgehen kann. Immer nur das nächste Ding zu suchen, ist immer nur ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja? Das Problem ist, dass nämlich dieser vermeintliche Vorteil, was Neues zu machen, nur eine sehr, sehr kurze Zeit lang wirklich anhält, bis es irgendwann jeder macht. Ja, faktisch gesehen hat man auf nahezu der Plattform einen First-Mover-Advantage von so 6 bis 12 Monaten, manchmal 18 Monate. Und dann plötzlich hat jeder gecheckt, was ihr macht, kopiert das Ganze und dann müsst ihr euch etwas Neues ausdenken. Ganz konkret zum Beispiel, ich habe ja angefangen, TikTok so als Experte zu machen. Im Mai 2022, da hatten das relativ wenige Leute gemacht, obwohl es TikTok schon logischerweise ein paar Jahre gab, aber keiner hat mal so Real Talk-Style gefahren im deutschen Markt, keiner hat mal so B2B beworben und dann bin ich ja sofort explodiert. Also die ersten paar Videos haben direkt mehrere hunderttausend Aufrufe gehabt, teilweise Millionen Aufrufe, mein Bruder hat es auch gemacht. Und dann im Laufe der Zeit, so das letzte Jahr bis heute, kamen immer mehr Leute dazu. Und wenn man heute dasselbe macht, was damals geklappt hat, ja, dann logischerweise hat man mehr Konkurrenz und es ist nicht mehr so geil. Das heißt, selbst ich habe wieder gemerkt, okay, ein Jahr lang kannst du dir so kostenlos die Reichweite holen
und hast da sehr viel Vorteil. Danach klappt das zwar auch noch wunderbar für mich, aber es ist halt nicht mehr so einfach, jetzt nachzuziehen. Oder es ist nicht mehr so einfach wie vorher. Man muss einfach besser werden in der Sache, weil irgendwann macht es sowieso jeder. Das heißt, nur einfach irgendwas Neues zu starten, kann nicht die Lösung sein. Immer der nächsten günstigen Plattform hinterher zu laufen, der nächsten günstigen Opportunity hinterher zu laufen, ist einfach nur ein Rennen gegen die Zeit und sorgt dafür, dass ihr immer Probleme haben werdet im Marketing. Weil ihr einfach euch darauf konzentrieren solltet, wenn ihr was gefunden habt, das funktioniert, darin perfekt zu werden, weil dann könnt ihr jahrelang von der Plattform profitieren. Wir sind heute noch auf Facebook am meisten bei uns das Geld am Verdienen, obwohl das die älteste Plattform ist, wo Leute eigentlich Ads schalten, abgesehen vielleicht von Google. Und das funktioniert extrem gut, weil wir aber auch immer besser werden darin. Und die neuen Sachen, die greifen wir auch auf natürlich, ja, aber die alten Sachen funktionieren. Und viele andere geben auf und sind schon weitergezogen. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, Marketing auf den existenten Plattformen zu machen und das da erstmal zu perfektionieren, bevor man auf die nächste Plattform wechselt. So. Und wenn man das ganze Wettrüsten, was es sowieso im Online-Marketing gibt, ja, die nächste Plattform oder bei Dienstleistern eine schöne Webseite oder irgendwie schöne Fotos oder irgendeiner hat ein neues Tool oder irgendeiner macht irgendwas anderes, macht jetzt Events, ist da irgendwo Speaker, etc., etc., etc. Und das alles mal zu Ende denkt und in jedem einzelnen Markt jeder mal irgendwie alles gemacht hat, dann sehen alle gleich aus. Alle haben dieselben Plattformen, machen dasselbe Content-Marketing, haben einen Podcast, haben einen YouTube-Channel und so weiter und so fort. Und das zu Ende denken, das ist gesagt ein Experiment, dann bleibt eigentlich noch ein einziges Ding am Ende übrig. Wenn alle gleich sind, dann gilt nur noch die Message der Marke am Ende des Tages etwas. Und das ist der einzige signifikante Unterschied. Und wenn die Message der Marke am Ende das einzig Entscheidende ist, unabhängig von dem Wettrüsten und dem ganzen kosmetischen Kram und der neuen Plattform und so weiter, dann kann man sich jetzt schon damit beschäftigen, wie die Message ist, weil eine zeitlose Message oder eine relevante Message macht euch bulletproof, unabhängig davon, was im Marketing draußen so passiert. Denn es geht am Ende des Tages ja nur um die Werbebotschaft. Alles andere ist egal, weil sie hat ja nur ein Trägermedium. Ob ich jetzt die Botschaft in einem YouTube-Video rüberbringe oder in einem Buch oder in einer Facebook-Ad oder auf TikTok, in einem Reel, es ist ja vollkommen egal, weil die Botschaft ist ja unabhängig vom Trägermedium. Und das muss ich perfektionieren, weil alles andere ist langfristig sowieso zweitrangig. Und das ist der Mindset-Shift, den ihr machen müsst. So, dann, wenn ihr eure 0815 Werbebotschaft von Plattform zu Plattform zu Plattform immer nur weiter portiert, statt die Werbebotschaft besser zu machen an sich, dann habt ihr das Problem, dass Leute, die richtig viel Geld haben, meistens gar nicht mehr auf 0815 Werbung reagieren. Warum? Weil Leute, die Geld haben, sind meistens Unternehmer und Selbstständige oder arbeiten in Firmen als Angestellte, die gutes Marketing machen, die guten Vertrieb machen. Das heißt, Menschen mit hoher Kaufkraft, das sind immer Kunden, die ihr haben wollt, egal was ihr macht, die haben im Marketing und im Vertrieb häufig schon sehr, sehr viel gesehen. Und die reagieren gar nicht mehr aufgrund ihrer hohen Affinität für Marketing und Vertrieb an sich, reagieren die gar nicht mehr auf 0815 Zeug. Ja? Also kaufkräftige Menschen wenden meistens selber Marketing an oder, zum Beispiel, wenn ihr selber ein Unternehmen habt, dann kennt ihr das, ihr werdet den ganzen Tag gemarketet, angerufen, bekommt eine kalte E-Mail, Leute gehen auf euch zu, wollen euch hier auch auf der Messe kennenlernen, Kontaktdaten austauschen und so weiter. Ihr werdet permanent akquiriert. Das heißt also, je erfolgreicher und kaufkräftiger ihr meistens seid, desto weniger sensibel seid ihr sogar für Marketing. Ja, weil ihr alles schon gesehen habt, reagiert ihr nur auf Zeug, was wirklich gut ist, auf Zeug, was wirklich was Neues ist und wirklich mal eine Message hat, die wirklich zündet. Also 0815 Botschaften klappen nicht gut bei Menschen, die selbst gewohnt sind, etwas zu verkaufen oder verkauft zu bekommen den ganzen Tag. Also 0815 Botschaften zünden so oder so nicht und greifen nur für eine kurze Weile bei einem neuen Publikum oder auf einer neuen Plattform, bis sie auch da alle gehört haben. Das heißt, es geht darum, Real Talk zu integrieren in das eigene Marketing, gerade als Experte, um Kunden zu gewinnen. So, denn wir wollen dieses Grundrauschen durchdringen. Die 0815 Werbebotschaften, zum Beispiel, hey, wusstest du, dass man als Unternehmen mit Facebook-Werbung Mitarbeiter gewinnen kann? Bravo, wirklich. Wunderbar, war 2016 neu, bis 2020 haben es alle irgendwann gehört, ja. Social Recruiting hieß es danach, wie auch immer es heute heißt, aber es ist immer dasselbe, ja. Wir brauchen einfach Real Talk Marketing, um dieses Grundrauschen zu durchbrechen, weil wir immer 0815 Werbebotschaften den ganzen Tag bekommen. Es muss etwas vollkommen Neues immer da sein, was aus der Masse raussticht, damit wir relevant wahrgenommen werden, gerade von kaufkräftigem Publikum, auch gerade im B2B und gerade bei Dienstleistungen. Ja, das heißt, wir müssen etwas haben, was als Message durch das Grundrauschen durchdringt, durch diese Noise im Newsfeed. So, und da kommen wir zum Real Talk Marketing. Das ist ein bisschen die Präambel dafür.
dass ihr versteht, dass ihr da einen Shift machen müsst, dass ihr nicht mehr irgendetwas komplett generisches, langweiliges, was jeder machen könnte, einfach von euch gebt. Was ist Real Talk Marketing? Für mich bedeutet das, den Markt knallhart aufzuklären über falsche Mythen, falsche Glaubenssätze, irgendwelche Irrglauben, die Leute mit sich rumschleppen. Dinge, die verhindern, dass sie die Ergebnisse gerade sehen. Wenn ihr irgendetwas macht, wenn ihr ein revolutionäres Produkt habt, weil ihr Experte seid, habt ihr ja Fachwissen, das ist anders, als was der Rest des Marktes erzählt. Wenn ihr ein Produkt habt mit einem fantastischen Hebel, mit einem fantastischen Mechanismus, dann habt ihr ja irgendetwas anderes, was ihr macht, als alle anderen, und das muss kommuniziert werden. Das heißt also, ihr habt irgendetwas, das auf eine andere Art und Weise funktioniert und einen anderen, neuen Weg quasi ermöglicht. Das heißt, der alte Stand ist ein Irrglaube und ihr müsst darüber aufklären. Das ist Real Talk Marketing. Es geht faktisch darum, die ganzen 0815 Mainstream-Botschaften, die es im Markt gibt, anzugreifen und mittelmäßigen Wettbewerb auf die Art und Weise zu attackieren. Weil in fast jedem Markt, wo es sich lohnt, auch Marketing zu machen, hat man sowieso auch Verdrängungswettbewerb. Und da geht es auch darum, Leuten die Kunden wegzunehmen. Und zwar in einem ganz, ganz großen Stil. Und zwar nicht in 1:1 Konversationen, sondern idealerweise mit skalierbarem Marketing. Und das Lustige daran ist, wenn ihr eine Botschaft habt, die so ein bisschen gegen den Mainstream geht, ja, alle sagen A, 99% der Konkurrenz sagt A, und ihr sagt B, dann nehmt ihr die Energie für A, Huckepack, und alle Leute, die für A Marketing machen, machen automatisch Marketing für eure Botschaft B, weil ihr so herausstecht. Das heißt, wenn alle sagen, mach das, mach das, mach das, und ihr sagt, nee, das ist Bullshit, das ist die Wahrheit, dann erzeugen diese Leute für euch Augenpaare, Traffic und so weiter und so fort. Und wir haben das bei uns am Anfang exzessiv genutzt in den ersten Jahren, um uns halt einen Ruf aufzubauen, eine Reichweite aufzubauen, ein Standing aufzubauen, Kunden zu gewinnen. Weil wir hatten für unsere Phase so 2016, 17, 18, als wir angefangen haben, bekannter zu werden, und so richtig explodiert sind wir in 2019, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Punkte, die damals im Markt üblich waren, radikal angegriffen und attackiert, und alle anderen Leute haben quasi für uns Marketing gemacht, weil sie halt einfach für den Markt damals nur noch 15 Botschaften von sich gegeben haben. Und das ist der Trick. Ja, wenn ihr irgendetwas habt, was deutlich gegen das 0815-Wissen im Markt spricht, habt ihr automatisch die ganze Energie genommen der anderen Leute. Weil es gibt immer so eine Art schweigende Mehrheit, die keinen Bock hat auf die Botschaft A und die gerne bei euch jetzt sich informieren würde über eine andere Lösung, die eine andere Wahrheit beinhaltet quasi. Und diese schweigende Menge, die ist genervt von 0815-Marketing und die reagiert auf die erstbeste Person, die ihnen was Neues erzählt. Und darum geht's, ja. Eine Voraussetzung natürlich, euer Angebot muss fantastisch sein, es muss geile Resultate liefern und es kann ja auch nur geile Resultate liefern, wenn es etwas vollständig anders macht als der Rest des Marktes. Darum geht's. Und wenn ihr etwas habt, diese Art, ja, wenn ihr wirklich gut seid und ihr habt eine ganz eigene Vorstellung, eine ganz eigene Message, eine ganz andere Methodologie, wie ihr das macht, wie ihr arbeitet, wie ihr Kunden Results liefert, dann müsst ihr das einfach krass herausstellen. Und dann einfach darüber die ganze Zeit reden. Dadurch eckt man an, damit wird man polarisieren. Aber das ist das, was am Ende des Tages notwendig ist, um einfach fantastische Ergebnisse zu liefern. So, und hier ist der Punkt, wo ihr jetzt ein Foto machen könnt und solltet. Weil das ist das Kernframework, was für Real Talk Marketing funktioniert. Ihr nennt, was das Problem ist, nennt den Irrtum, den alle unterliegen, klärt darüber auf und präsentiert eine Lösung. Hier ist ein Beispiel dafür, ja, fangen wir mit dem Problem an. Viele Coaches, Berater, Agenturen schaffen es nicht, systematisch mal 30.000 Euro Umsatz pro Monat zu machen. Ja, sie halten nicht genügend Empfehlungen, gewinnen zu wenig Anfragen über bisherigen Content-Marketing-Weg und ihre Webseite. Und jetzt denken sie, das ist der Irrtum, ja, sie glauben, dass sie sich deshalb mit Online-Marketing, Facebook, YouTube-Ads, irgendwelchen komplizierten Funnels beschäftigen müssen, um an mehr Leads zu kommen, die Interesse haben für ihr Angebot. Die Wahrheit ist aber, ja, dass sie einfach nicht verkaufen können, nicht mal ihre eigene existente Reichweite richtig nutzen, schon ihre Leads Empfehlungen nicht geclosed bekommen und deshalb mit kalten Leads aus Paid-Ads erst recht auf die Schnauze fallen und Geld verbrennen werden. Ja, das ist die Wahrheit, wenn ihr nicht verkaufen könnt. So, die Lösung ist also, erstmal verkaufen lernen. Wenn du das gelernt hast, wirst du aus der bisherigen Reichweite 30.000 Euro machen können im Monat mit deinen aktuellen Leads und dann wirst du auch das Geld überhaben, um überhaupt mal in bezahlte Werbung investieren zu können und dann überhaupt auch mal Geld zu haben, dass man dann Experimente stecken kann. So, das ist ein ganz simples Framework für eine Art Real Talk. Ihr habt es gerade gesehen, ja, wenn ihr jetzt jemand seid, der jetzt noch keine 30.000 macht im Monat, aber schon seit einem guten Jahr irgendwelche Webinar-Funnels baut und irgendwelche komischen, komplexen E-Mail-Marketing-Tools und so weiter und so fort, die Wahrheit ist, ihr könnt einfach nicht verkaufen.
und er hat wahrscheinlich ein niedrigpreisiges Angebot und so weiter und so fort. Also dieses Framework funktioniert und ihr könnt das sehr simpel ummünzen auf nahezu jede Situation. Alles, was ihr wissen müsst, ist, was sind die Irrglauben bei euch im Markt und was ist die Konsequenz aus diesen Irrglauben, wenn jemand diesen mit sich rumträgt. Ja? Wenn ich zum Beispiel nicht verkaufen kann und mich damit nicht beschäftigen will oder ich habe dafür kein Bewusstsein, dass ich nicht verkaufen kann, dann ist das ein Irrglaube. Ich denke, ich kann verkaufen, das ist ein Irrglaube. Du kannst nicht verkaufen, wenn du nicht mal 20.000 bis 30.000 Euro allein hinkriegst, ja? Ohne irgendwie Ads zu schalten zum Beispiel. Und wenn du diesen Irrglauben bei dir rumschleppst, dann wirst du dich mit allem beschäftigen außer Vertrieb. Du wirst dich mit Content-Marketing beschäftigen, du wirst dich mit Speaking-Gigs beschäftigen als Experte, du wirst versuchen, über Partner daran zu kommen, über Empfehlungen. Du gehst dem Problem komplett aus dem Weg, weil du gar kein Bewusstsein dafür hast, weil du einem Irrglauben unterliegst. Und diese Art von radikaler Aufklärung, wie hier gerade geschildert, die benötigt es, um on scale in der Lage zu sein, hochpreisige Kunden zu gewinnen. Ja? Das ist jetzt ein Beispiel für eine Dienstleistung, das könnte man auch für Software verwenden, Agenturgeschäft, Coaching, Beratung, Weiterbildung, aber sinngemäß kann man auch bei physischen Produkten das Ganze anwenden, ja, und aufklären, hey, du denkst, es ist so und so, aber nein, so ist es nicht, wir haben dieses Produkt entwickelt und so weiter und so fort. Dieses Framework funktioniert. Ihr müsst aber einen Status Quo angreifen, ihr müsst etwas angreifen im Markt, das keine Results bisher liefert, ja, wo einfach wirklich schlechte Ergebnisse bei rumkommen, weil der Markt irgendetwas nicht checkt. Und ja, das bedeutet, dass ihr euch so ein bisschen auf die Brust mal trommeln müsst und sagen müsst, ich weiß es besser. Und ja, es heißt doch, dass ihr anecken werdet und ihr werdet auch Kritik dafür bekommen, weil Leute an ihren alten Glaubenssätzen festhalten wollen, aber sie haben keine Ergebnisse. Und je mehr das macht, was ihr hier seht, desto mehr negatives Feedback wird es geben, aber desto mehr Sales macht ihr auch. Und das ist Real Talk Marketing. Und das ist notwendig, wenn man irgendwann als Experte auf einen gewissen Level kommen will, wenn man als Produkt erfolgreich werden will mit einem geilen Angebot, weil ein geiles Angebot kann per Definition nicht so sein wie der Rest des Marktes und es muss polarisieren, es muss herausstechen und diese Art von Real Talk Marketing mit dem Framework hier ist einer dieser Parts. Weiteres Goldnugget dazu für Real Talk. Kommuniziert nie in Konzepten oder Aggregationen, sondern kommuniziert immer nur in Symptomen, in faktischen, echten Situationen. Ja, das ist wirklich die zweite Slide, die ihr euch fotografieren solltet. Ich verspreche euch, wenn ihr das hier umsetzt von dieser Slide, verdoppeln sich normalerweise die Ergebnisse in jeder Art von Advertising, in jeder Art von Content Marketing. Ja. Fasst Dinge nicht mehr sinnlos zusammen. Sagt nicht, du hast Probleme bei der Gewinnung von Neukunden, sondern sagt einfach, hey, kann es sein, dass deine YouTube-Videos keine Reaktionen bekommen, du kriegst keine Views, keiner klickt das an, keiner gibt dir Feedback dazu, YouTube bringt dir scheinbar gar nichts. Hey, kann es sein, dass deine Ads nicht funktionieren, irgendwie das Werbekonto alle 5 Tage gesperrt wird oder Facebook dreht das Ganze ab oder du kommst aus der Lernphase nicht raus und so weiter und so fort. Faktische Situation, ja. Oder hey, deine Reels gehen nicht viral, du hast das Gefühl, du unterliegst einem Shadowban, früher hat es mal geklappt, heute geht es nicht mehr. Schildert reale Situationen, wenn ihr diesen Real Talk macht und sprecht nicht in aggregierten Konzepten. Das ist der Werbetexterfehler Nummer 1 quasi, ja, das ist der größte Fehler. Leute sprechen immer in abstrakten Konzepten, weil sie denken, dann könnten mehr Leute es verstehen, aber faktisch passiert genau das Gegenteil. Wenn ihr jetzt so ein Framework nehmt und ganz simple Worte verwendet, echte Situationen, echte Konzepte, dann gehen die Ergebnisse bei euch massiv nach oben. Diese Art von Real Talk ist notwendig, um kaufkräftige Menschen, die schon alles gesehen haben, davon zu überzeugen, dass sie es mit euch machen sollen. Ja, darum geht es hier. So. Und, ja, es wird einfach besser. Knallharte Ansprache, echte Themen ansprechen. Es geht hoch bei den Ads, es geht hoch in Webinaren, es geht hoch bei YouTube-Content, es geht hoch bei TikTok-Reels und so weiter und so fort. Wir haben Ergebnisse beim Engagement, wir haben Ergebnisse bei der Conversion, es geht viral, es wird geteilt, Leute schicken sich durch die Gegend. Das ist das, was Leute statistisch gesehen laut unserer Accounts sehen wollen. Und je mehr wir selber das machen, desto mehr Geld fließt uns immer mehr zu, desto mehr Kunden gewinnen wir und das funktioniert. So, hier sind 2 Beispiele, ja. Wie das einfach in der Ansprache klar ausformuliert werden kann. Ja, oben links, nur weil du Zoom benutzt und einen Kalenderlink hast, bedeutet so lange nicht, dass dein Coach- und Dienstleistungsunternehmen digitalisiert ist. Ganz simple, klare Ansprache, weil Leute denken das tatsächlich. Ja? Oder hier rechts, ja, einfach mal die Wahrheit. Ja, Leute, ihr braucht keine charismatischen Top-Verkäufer, ihr braucht keine ausgebildeten Closer, ihr braucht keine Motivation, ihr müsst eurem Vertrieb nicht jeden Tag hypen, ihr müsst nicht da irgendwie die letzten Vollidioten darstellen bei Social Media. Ihr braucht einfach vernünftigen Vertrieb, der nach Clockwork arbeitet, einfach vernünftige Arbeit leistet, ohne jeden Tag künstlich gepusht zu werden. Einfach mal die Sachen wirklich ansprechen. Das ist einfach eine Art von Advertising, das vollkommen anders ist, als das, was alle anderen im Markt generisch machen, aber funktioniert. Ja, diese Art von direkter Ansprache von Themen funktioniert.
Beispiele für Titel, die ich gehabt habe, die sehr abgegangen sind, zum Beispiel bei YouTube. Oben links, ja, Selfmade-Millionär. Finanzielle Freiheit ist Schwachsinn. Punkt. Ist auch Bullshit für die meisten Leute. Die meisten Leute checken nicht, dass man Struktur aufbauen muss und dadurch finanziell frei wird, aber diese finanzielle Freiheit, wo du nichts machen musst den ganzen Tag, die gibt es nicht. Einfach mal Real Talk gemacht, organisch bis heute 32.000 Aufrufe, das Video klicken Leute an, die Ambitionen haben, bringt mir gute Reichweite, Feierabend. Ja? Nächstes Ding, Problem mit Closer-Ausbildungen, kein Coach oder Berater will einen Söldner. Das war vor 2 Jahren ein großes Thema, dass alle so Ausbildung gemacht haben zum High-Ticket-Closer, konnten wir unseren Kunden in der Regel nicht empfehlen. Ist auch heute noch teilweise ein Problem, aber long story short, auch hier, einmal Real Talk gemacht, cool mit der Sonnenbrille da rumgesessen, bisschen gerantet, zack, 30.000 Aufrufe bis heute. Jeder einzelne Vertriebler, glaube ich, hat schon mal geguckt, dieses Video, bringt mir sehr gute Reichweite. Oben rechts, deine Vorfahren würden sich über dich totlachen, Business Mindset für Coaches, Berater und Agenturen. Da mache ich ein bisschen Real Talk, dass die meisten Leute rumheulen. Ja, die können heute irgendwie 30.000 Euro im Monat verdienen, indem sie ein Blatt Papier vorlesen müssen, heulen trotzdem rum, während anderswo auf der Welt Leute sterben und bebombt werden. Das waren so Video darüber in die Richtung, ja, die Lost der Generation, noch ein cooles Thumbnail dazu und so weiter und so fort. Einfach ganz simpler Real Talk Content, wo ich nach diesem Konzept vorgehe, was ich euch gezeigt habe, bringt uns bei Social Media so unendlich viele Kunden. Es erhöht auch die Art, wie Leute, unseren Traffic generell, weil Leute sehen unsere Ads, bleiben hängen bei den YouTube-Videos. Real Talk funktioniert. Machen wir seit 2018, wir adressieren Themen, die wirklich existieren und die Sachen funktionieren einfach. Ja? So. Hier wieder ein Beispiel. Hier habe ich das dazu geschrieben. Da ging es darum, dass wir relativ viele Bewerber hatten bei sehr vielen Kunden von uns, die alle nicht gepasst haben, weil 3 Dinge passiert sind. Ja? Da haben Leute irgendwelche sinnlosen Werbetexte geschrieben, die so aussahen, als ob in der Firma, oben bei Punkt 1, ja, dass die Firma aussah wie so ein Kinderspielplatz oder Garten Eden für Leute noch auf Fun, persönliches Wachstum, sonstige Spaßveranstaltungen stehen. Ja? Das war dann so. Der zweite Punkt war, dass irgendwelche komischen Health Benefits auf Seite gepackt wurden, wo dann stand, kannst zum Heilpraktiker gehen, kannst Massagen bekommen bei der Arbeit und so weiter. Hat die falschen Leute angezogen, kann man sich ja vorstellen als Arbeitgeber. Und der dritte Punkt war, dass diese 2 Minuten Bewerbungsfunnels gelaufen sind. Die machen halt vielleicht Sinn für einen Handwerker, aber machen nicht Sinn für eine Agentur oder ein Beratungsunternehmen und so weiter und so fort. So. Und da ist einfach die Formulierung, was hier so einschneidend ist. Ich habe das dritte Mal markiert. Ja? Der dritte Faktor sind 2 Minuten Bewerbungsfunnels, die dafür da sind, Leuten eine Chance zu bieten, die zu dumm sind, eine vollständige Bewerbung zu erstellen oder sich länger als 8 Sekunden auf ein Thema konzentrieren zu können. Das funktioniert. Das ist mein realer Gedanke über die Situation und ich äußere den ganzen Tag reale Gedanken in dieser ganz simplen, stumpfen Formulierung und ich mache einfach den Real Talk, der konvertiert. Das kommt unfassbar gut an. Vor allem, je erfolgreicher jemand ist, desto eher ist es ja so, dass jemand den ganzen Tag nur erzählt bekommt, wie toll er ist und er ist umgeben von Ja-Sagern in der Regel und so weiter. Ja? Wenn dann mal jemand das erzählt, was einfach so die Wahrheit ist, was jeder sich schon gedacht hat, dann ist das super seduktiv, das ist sehr attraktiv, das macht euch als Marke unfassbar interessant. Bei uns ist es halt immer noch relativ hart. Ihr könnt das für euch selber ein bisschen sachter logischerweise rüberbringen, so für eure Audience, wie ihr das habt. Ne? Wir haben eher diese Typen, die Bock auf Geld haben, Bock auf Status haben, Bock auf starkes Wachstum haben, die brauchen ein bisschen härtere Ansprache. Aber ihr könnt es einfach mal einfließen lassen, dass das ihr tut und die Ergebnisse werden signifikant besser. Aber was keiner mehr sehen will, ist einfach poliertes Marketing, was einfach jemand sich dann irgendwo ausgedacht hat in so einem Raum und einfach irgendwas geschrieben hat, was mit niemandem aneckt, wo kein Shitstorm entstehen kann, aber es klickt doch keiner, es liest doch keiner, es will doch keiner sehen. Also, wie konkret ihr Real Talk in eure Brand einbauen könnt, das ist jetzt mal vollkommen offen. Ich wollte einfach mal inspirieren dazu, darüber nachzudenken, nicht immer zur nächsten Plattform zu wechseln, sondern euch zu überlegen, was sind echte Themen im Copywriting, echte Themen im Werbetexten, die bei uns einfach eine Rolle spielen im Markt. Was könnte ich potenziell mitnehmen aus einem Vortrag wie diesem, um das mal einzusetzen und anzuwenden, weil ich verspreche euch, je echter das ist, was ihr ansprecht, desto besser werden die Ergebnisse. Ihr müsst dann logischerweise eure Interpretation davon finden. Ja? Im Kern geht es immer darum, falsche Glaubenssätze, irreführende Mythen, irgendwelche fehlerhaften Hypothesen, die der Markt hat, ja? Einfach mal radikal anzugehen, aufzuklären und den Leuten neue Gedanken mitzugeben, weil das ist ja, was nötig ist, um ein exorbitant fantastisches Ergebnis zu haben. Man kann ja nicht so handeln, wie das Mittelmaß, um andere Ergebnisse zu bekommen, als das Mittelmaß hat. Und deshalb muss eure Kommunikation ja was vollkommen anderes sein. Und ihr selbst müsst doch was vollkommen anderes ja anbieten als der Rest des Marktes, damit überhaupt Raving-Fans entstehen können mit fantastischen Ergebnissen. Also, insbesondere für Personal Brands und Experten-Businesses ist das hier unfassbar mächtig. Alle anderen müssen ein bisschen überlegen, wie kann ich das so ein bisschen für mich ummünzen. Aber ich bin halt Experte für mein Thema, deswegen spreche ich darüber am meisten.
Es erhöht auf jeden Fall sofort signifikante Ergebnisse im Marketing. Echte Situation, simple Sprache, dieses Framework anzuwenden und zu übersetzen für sich selber, macht auf jeden Fall extrem viel Sinn. Ja, und je mehr ihr dabei fachlich polarisiert, ihr sollt nicht irgendwelche Gruppen angreifen, niemanden dissen und so weiter, aber je mehr ihr fachlich polarisiert, durch das, was ihr inhaltlich von euch gebt, desto besser klappt das hier in der Regel. Ja. Niemand sollte eine langweilige Brand sein, niemand sollte keine Leute haben, die über einen lästern. Ihr braucht immer ein paar Hater, je mehr Hater ihr habt, desto mehr Geld habt ihr meistens auch. Und ich empfehle euch einfach ein bisschen mehr zu polarisieren auf diese Art und Weise. So, das Ziel ist immer, das Grundrauschen im Marketing zu durchdringen, zu durchbrechen und mit einer starken, innovativen Botschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Denn darum geht es ja nicht um irgendwelche komischen Fotos, irgendeine coole Webseite, irgendwelche neuen Image-Videos, irgendwie eine neue Plattform, sondern die richtige Message wird durch das Grundrauschen durchschneiden, in egal welchem Medium. Wir machen das im Selfie-Style, in einer hochproduzierten Videoeinheit, in irgendwelchen billigen PDFs teilweise, sehen die auch nicht mal super wertig aus, aber es klappt halt einfach, weil die Message wichtiger ist als das Medium selbst. Gut, das war mein Vortrag für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr bei uns erfahren wollt, findet ihr uns hier auf www.andreasbaulig.de. Ich habe euch auch ein schönes Buch in die Taschen reingepackt, aber wenn ihr ein paar Bücher von uns kennenlernen wollt zu verschiedenen Themen, findet ihr auf www.baulig.de. Vielen Dank, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Dankeschön.